Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Tim, das ist Mini. Hallo. Und heute sind wir auf der Suche nach dem Gold des Waldes. Also, heute sind wir auf der Suche nach Kienspan. Kienspan ist hart durchtränktes Holz, was vorwiegend in Kiefern zu finden ist. Und wofür braucht man das Holz? Naja, zum Zunder herstellen. Mhm. Ihr habt ja schon in einem anderen Video von uns gesehen, wie wir Zunder aus Wattepads herstellen. Und diesmal sind wir auf der Suche nach natürlichem Zunder, sozusagen nach Kienspan. Und wo wir den jetzt hier irgendwo finden, machen wir uns auf die Suche. Also, Mini, ich glaube, geht da lang. Okay, da lang. Okay. Riecht nicht nach Kiefer. Viele Bäume. Ja, einer ist so gut wie der andere, oder? Ja, die sehen auch alle gleich aus. Ja. Grün, Stamm, stehen im Wald rum. Ja. Baum halt. Baum halt, ne? Eben. Wer kann uns da weiterhelfen? Superman. Aquaman. Iron Man. Oder wir nehmen den Haarigen da hinten. Meinst du, der weiß was? Chuck Norris. Ja. Chucky, komm mal her! Komm ran hier! An was erkenne ich die Kiefer? Die Kiefer hat hier unten, wie ihr es hier seht, eine knorrige Struktur. Aber wenn man dann nach oben schaut, wird es immer weniger. Ich versuche es euch zu zeigen. Sieht man es? Ich weiß nicht. Aber dann vertraut mir einfach. Oben wird es immer weniger. Und es ist der einzige Bau, den wir so kennen, der seine Struktur so im Verlauf nach oben verliert. Ein weiteres Merkmal der Kiefer sind einmal die kleinen Kiefernzapfen. Sind klein, ein bisschen rundlicher, nicht so langgezogen wie bei anderen Nadelbäumen. Die. Und, Stichwort Nadelbäume, die Kiefer ist ein Nadelbaum. Und das hier sind die Nadeln der Kiefer. Im Vergleich zu anderen Nadelbäumen sind die Nadeln lang. Und jetzt kommt das, woran man sie auf jeden Fall erkennt. Seht ihr hier unten? Da? Die wachsen paarig. Das heißt, nie alleine. Es ist keine einzige Nadel, die rauswächst, sondern mindestens zwei. Bei anderen Kiefernarten gibt es noch mehrere Nadeln, die zusammen rauswachsen. Bei den meisten Kiefern, die es bei uns in der Gegend gibt, bei der müsste die Latschenkiefer sein, aber nagelt mich da mal nicht fest, erkennt man, dass die paarig aus den Ästen wachsen und so leicht gedreht sind, einen leichten Twist haben. Daran erkennt man auch noch die Kiefer. Nadelt mich daran nicht fest. Nadelt mich nicht fest. Ihr wisst, wir schneiden nichts von lebenden Bäumen ab. Keine Äste, keine lebenden Äste, keine Stämme, keine Wurzeln. Nein, ihr müsst euch schon ein bisschen Mühe geben und gucken, dass ihr vielleicht eine Kiefer findet, die auf dem Boden liegt, die tot ist und da den Kienspan rausarbeitet. So. Nee. Das sieht nicht nach Kienspan aus. Nee. Und? Ah, da ist was drin. Naja, aber... Nein, nix. Juhu! Wir haben es gefunden! Oh! Wie riecht's? Kienig. Kienig? Ich würde eher sagen Spanisch. So, Tim, wir haben jetzt Kienspan gefunden. Was machen wir jetzt?
Also, nachdem wir jetzt eine Weile auf der Suche nach dem Gold des Waldes waren, haben wir uns auch für dieses Stück hier entschieden. Hier sieht man richtig schön den Kienspan, aber wir werden das alles noch extrahieren, rausarbeiten, damit wir nachher mit dem Kienspan auch ordentlich unser Feuer anzünden können. Seht ihr? Da kommt's. Das haben wir gesucht. Ja, da, genau das. Ach nee, da, okay. Ja. Heute ist ein geiler Tag. Wir haben Kienspan. So, ich mache hier mal noch ein bisschen weiter. Ich mache das Stäbchen hier, den Stock, schön sauber. Und dann melde ich mich gleich wieder. Okay, währenddessen unterhalte ich euch. Hey. One eternity later. Und war es anstrengend? Hat sich gelohnt. Ja. Yeah. Wollt ihr mal schnuppern? Ja. Sehr schön. Und was wir damit vorhaben, zeigen wir euch jetzt. Schöne Löckchen sind das. Hier, schöne butterweiche Löckchen. Daraus bauen wir jetzt. Ja, was bauen wir daraus? Daraus bauen wir uns ein kleines Zundernest. So sehen die Löckchen aus. Und jetzt, Tim? Und um das anzuzünden, brauche ich wieder meine Männerhandtasche. Okay. Da ist alles drin, was der Bushcrafter von heute braucht. Und ein bisschen mehr. Und USB-Stecker und so. Man weiß nie, was man findet. Aber halt auch der Feuerstahl. Und damit zünden wir jetzt unsere Löckchen an. Und wie ihr seht, funktioniert einwandfrei. Und riecht gut. Es riecht spanisch. Ich habe Feuer gemacht! Ja! Feuer! Wie ihr seht, mit so einem Stück Kienspan könnt ihr ganz einfach Feuer anmachen. Ist ein Top-Zunder. Wir haben euch in einem anderen Video schon mal die Wattepads vorgestellt, die wir selber gemacht haben zum Zunder. Aber das hier ist halt rein natürlich. Man muss ein bisschen suchen im Wald. Aber macht Spaß, bringt Laune und Erfahrung. Hinzu kommt, das könnt ihr auch kaufen. Ihr könnt es auf Amazon oder im Outdoor-Handel oder was weiß ich, könnt ihr auch überall kaufen. Aber wenn ihr ein bisschen draußen unterwegs seid, die Augen offen haltet und ein bisschen neugierig seid, findet ihr schon selber ein gutes Stück Kienspan und braucht dafür nicht sinnlos Geld auszugeben. Ich werde nachher noch ein kleines Lanyard hier durch, ein Loch durchmachen, ein Lanyard durch und dann kann ich mir meinen Zunderstock immer irgendwo an meinen sonst Rucksack wohin hängen. Strecke. Sorry. So, ich mache mir jetzt noch ein kleines Loch in meinen Zunderstock und ja. Und damit ist er noch sehr, sehr lange beschäftigt. Also, geht raus, probiert es selbst, nehmt die Kinder mit und habt einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Sagst du noch was? Ich bohre. Der Bohrer. Ha, 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 ha.